Das Gesicht von den 2300 Abenden und Morgen. In Daniel 8 empfängt Daniel die Vision von dem Widder und dem Ziegenbock. Seine Vision führt vom König in Griechenland, das große Horn des Ziegenbocks, über die vier Hörner des Ziegenbocks, die vier Diadochenkönige, bis zu dem kleinen Horn in der Endzeit, Damaskus, und zeichnet daher eine rein griechische Linie. Das kleine Horn wächst bis an den Fürsten des Heeres, nimmt ihm das tägliche Opfer weg und verwüstet die Wohnung seines Heiligtums. Diese Macht wurde ihm wieder das tägliche Opfer gegeben. Dieses tägliche Opfer besteht aus jeweils einem Abend- und einem Morgenopfer, die zu Beginn, denn der neue Tag beginnt in Israel am Abend, und am Ende eines Tages im Tempel geopfert wurden. Die Zeit, wie lange diese Verwüstung in Jerusalem sein solle, wird nicht in Tagen, sondern in Opfern angegeben, nämlich 2300 Abende und Morgen. Dieser Terminus, seine Bedeutung und seine heilszeitliche Einordnung ist Gegenstand der folgenden Clips. Und der Ziegenbock ward sehr groß. Und da er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, das ist Alexander der Große, und wuchsen an seiner Stadt ansehnliche vier, das sind die vier Diadochenkönige, gegen die vier Winde des Himmels. Und aus einem, nämlich dem der Seleukiden, wuchs ein kleines Horn, das ist Damaskus. Das ward sehr groß gegen Mittag, nach Süden, gegen Morgen, in Richtung Zweistromland, und gegen das Werteland, das ist Israel. Und es wuchs bis an des Himmels Heer, das ist der wiedergeborene Überrest in Jerusalem, und warf etliche davon und von den Sternen, das ist das Nordreich Israels, zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis an den Fürsten des Heeres, das ist Christus, und nahm von ihm weg das tägliche Opfer, das ist die Anbetung der beiden Zeugen in Jerusalem, und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Das heißt, der Antichrist fällt in Jerusalem ein und tötet die beiden Zeugen. Es ward ihm aber solche Macht gegeben, wieder das tägliche Opfer, das ist die Anbetung der beiden Zeugen im Geist und in der Wahrheit, um der Sünde willen, nämlich um seine eigene Sünde voll zu machen. Das ist die Wahrheit, das ist das Zeugnis der beiden Zeugen von der Wahrheit in Jesus Christus, zu Boden schlüge, indem er sie umbrächte. Und was es tat, ihm gelingen musste. Das ist die Parallelstelle aus Daniel 11, Vers 36. Und der König wird tun, was er will, und wird sich erheben und aufwerfen wieder alles, was Gott ist, und wieder den Gott aller Götter wird er greulich reden, und es wird ihm gelingen, bis der Zorn aus sei, denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Ich hörte aber einen Heiligen reden, und ein Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange soll doch währen solch Gesicht vom täglichen Opfer und von der Sünde, um welcher Willen diese Verwüstung geschieht, dass beide, das Heiligtum und das Heer, zertreten werden? Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Die folgenden Ausführungen sind kein Dogma, sondern ein Angebot. Sie führen sehr tief in endzeitliche Ereignisse ein. Die jetzt folgenden Ausführungen nachzuvollziehen, erfordert also eine vertiefte Kenntnis der Bibel und ihrer Aussagen. Es genügt nicht, die gängigen Auslegungen zu kennen und zu vertreten, sondern es müssen die in den vorangegangenen Kapiteln gemachten Aussagen nachvollzogen und verstanden worden sein, die zugegebenermaßen nicht den gängigen Auslegungen entsprechen, sondern ihre eigenen Wege im Wort Gottes gesucht und gefunden haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass alle bislang gemachten Aussagen ineinandergreifen, aufeinander aufbauen und meines Erachtens ein homogenes, in sich schlüssiges und sich selbst plausibilisierendes Bild zeichnen. Es sind eben keine Inselerkenntnisse, die einzelne endzeitliche Ereignisse jeweils voneinander isoliert deuten wollen, sondern es wird ein Gesamtbild dieser Ereignisse gezeigt, die immer wieder aufeinander Bezug nehmen und sich gegenseitig ergänzen und absichern. Das macht meines Erachtens auch den Wert der vorliegenden Arbeit aus. Ihr Ziel ist nach wie vor zu zeigen, dass die Heilige Schrift in allen ihren Aussagen äußerst exakt und durch Gottes Geist eingegeben und bis in kleinste Details genial ausformuliert wurde. Diesem Wort mit heiligem Respekt zu begegnen und es als alleinigen und letztgültigen Maßstab zu achten, ist unabdingbare Voraussetzung jeder Auslegung. Es ist Gottes Wort an uns und verdient in jeder Hinsicht diese ehrfürchtige Behandlung. Die hier gemachten Aussagen sind nicht heilsnotwendig. Und sie sind vielleicht auch nicht für jedermanns Ohren gedacht. Hauptsumme des Wortes Gottes ist die Liebe zu Gott, zu Jesus Christus und zu allen Menschen. Dies vorausgeschickt, machen wir uns auf den Weg. Die Wuppertaler Studienbibel. Über die Prophetie aus Daniel 8 bezüglich der 2300 Abende und Morgen gibt es kaum Auslegungen in der evangelikalen oder evangelischen Welt.
Die Verse sind zu geheimnisvoll, als dass hierüber in üblichen Gottesdiensten gewinnbringend gesprochen werden könnte. Wir betreten hier also mehr oder weniger Neuland, wenn wir uns vertieft mit diesem Text und den dort genannten Fristen auseinandersetzen. Die Adventisten und die Zeugen Jehovas deuten beispielsweise die 2300 Abende und Morgen als Jahre und versuchen dies mit einer Bibelstelle aus Hesekiel oder aus 4. Mose herzuleiten. Dann berechnen sie die Zeit von der Weissagung im Buch Daniel bis in die Neuzeit und kommen auf das Jahr 1844, in dem ein von ihnen sogenanntes Untersuchungsgericht im Himmel begonnen haben soll. Aber hierfür gibt es in der Bibel keinerlei Hinweis. Es ist eine reine Vermutung, um nicht gar den Begriff der Spekulation zu verwenden. Hierauf soll im Einzelnen auch nicht eingegangen werden, da die Annahmen, die zum Beispiel die Zeugen Jehovas und die Adventisten treffen, von falschen Voraussetzungen ausgehen. Denn die 2300 Abende und Morgen beziehen sich auf das Abend- und Morgenopfer, die jeweils abends und morgens im Tempel gebracht werden sollten. Die Wuppertaler Studienbibel geht von folgendem aus, dem ich mich grundsätzlich anschließe. Abend und Morgen formen nach 1. Mose 1, Vers 5 zusammen einen Tag. Am Abend und Morgen muss das tägliche Opfer dargebracht werden. 2. Mose 29, Vers 38 fortfolgende. Zählt Vers 14 nach den ausgefallenen Opfern, was sehr wahrscheinlich ist, dann ergeben sich insgesamt 1150 Tage. Diese Zeit von 1150 Tagen passt ausgezeichnet in den Zeitraum zwischen der Tempelentweihung durch Antiochos IV. Epiphanes am 6. Dezember 167 v. Chr. Und der Befestigung des Zionberges durch die Makkabäer nach 1. Makkabäer 4, Vers 60. Denn diese Befestigung fällt in den Januar 163 v. Chr., kurz nach der Tempelweihe vom 4. Dezember 164 v. Chr. Diese 1150 Tage laufen aber, rechnet man vom Datum der Tempeleinweihung am 6. Dezember 167 v. Chr. An, am 31. Januar 163 v. Chr. aus. Folglich stimmt die Voraussage, dann wird das Heiligtum wieder hergestellt sein. Haben wir oben Antiochos IV. Epiphanes als Vorläufertypus und Modell des Antichristen verstanden, dann müssen wir freilich einen inneren Zusammenhang der 1150 Tage mit den dreieinhalb Zeiten von Daniel 7, Vers 25 und Offenbarung 12, Vers 14 beziehungsweise mit den 42 Monaten von Offenbarung 13, Vers 5 annehmen. Von den 1150 Tagen ist es jedenfalls nicht mehr weit, bis zu den 1260 Tagen, die in Offenbarung 11, Vers 3 und 12, Vers 6 auftauchen. Demnach wird der Antichrist das angefangene Vierteljahr, das 1080 Tage überschreitet, nicht mehr zu Ende bringen. Seine Zeit läuft vorher ab. Eventuell sind diese Zahlen realer, als wir denken. Die Wuppertaler Studienbibel, hier Gerhard Meyer, geht also zunächst davon aus, dass die 2300 Abende und Morgen 1150 Tage bedeuten, was meiner Meinung nach zutreffend ist und aus dem Bibeltext hergeleitet werden kann. Die Frist bis zur erneuten Tempeleinweihung nach der Anzahl der ausgefallenen Opfer statt in Tagen anzugeben, entspricht der Heiligkeit des Tempels. Meyer und viele andere weisen darauf hin, dass es für diese Fristangabe von 1150 Tagen eine historische Entsprechung gibt, die zur Zeit der Makkabäer durch die Befestigung des Zionbergs geschehen sein soll. Schlussendlich zieht Meyer eine Linie vom historischen Antiochos IV. Epiphanes und den Makkabäern bis in die Endzeit und versucht die 2300 Abende und Morgen mit den dreieinhalb Zeiten bzw. den 42 Monaten in der Offenbarung in Einklang zu bringen, ohne dass es ihm jedoch gelingt. Er vermutet eine Entsprechung, bietet aber keine abschließende Auslegung zu deren Einbettung in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche an. Wie hat Meyer gerechnet? In der Offenbarung verwendet die Bibel bei der Berechnung von Fristen, insbesondere innerhalb der 70. Jahrwoche, eine sogenannte lunisolare Methode, bei der man von einer durchschnittlichen Dauer eines Monats von 30 Tagen ausgeht. Bei einer lunisolaren Berechnung mit Monaten von 30 Tagen sind es ab der Entweihung des Tempels bis zur erneuten Tempelweihe nur 1080 Tage und bis zur Befestigung des Zionberges nur 1137 Tage. Meyer und andere haben bei ihren Berechnungen aber den julianischen Kalender unterstellt, der zusätzlich die Addition eines Schalltages zuließe. Unter dieser Prämisse sind es vom 6.12.167 v. Chr., als Antiochos IV. Epiphanes den Tempel entweiht hat, bis zur erneuten Tempelweihe durch die Makkabäer am 4. Dezember 164 v. Chr. 1091 Tage.
Das ist aber zu kurz, denn der Engel in Daniel spricht von 1150 Tagen. Hilfsweise geht man daher von dem Datum der Befestigung des Zionsberges aus, der aber ohne taggenaue Angabe in den historischen Quellen nur mit Januar 163 vor Christus angegeben wird. Unterstellt man, dass der erste und der letzte Tag, also der Tag der Tempelentweihung und der Tempelweihung, mitgezählt werden, dass ein Schalltag enthalten ist, den es zu der Zeit allerdings noch nicht gab, und dass die Befestigung des Zionsberges gemeint und dies erst am letzten Tag des Januar 163 vor Christus fertiggestellt wurde, kommt man tatsächlich auf 1150 Tage. Hier sieht man mal eine Tabelle mit 364 Tagen pro Jahr und einem unterstellten Schalltag. Dann haben wir die Tempelentweihung durch Antiochos IV. Im Jahr 167 vor Christus. Anfangsdatum dieses Jahr 167 war der 6.12., da war die Tempelentweihung. Dann rechnen wir bis zum Jahresende, das sind 26 Tage. Dann rechnen wir das Jahr 166 und 165 vor Christus mit jeweils 364 Tagen. Dann das Jahr 164 vor Christus von Januar 164 bis November 164 mit 333 Tagen. Und dann das Datum der Tempelweihe am 4.12.164 mit nochmals 4 Tagen. Und das summiert sich dann auf 1091 Tage. Das ist aber zu kurz, wie wir oben gesehen haben, denn der Engel in Daniel spricht ja von 1150 Tagen. Dann rechnen wir einfach mal bis zur Befestigung des Zionsberges. Da wären das dann auch 26 Tage. Im Jahr 166 und 165 vor Christus jeweils 364 Tage. Dann würden wir auch das Jahr 164 nochmal dazu rechnen. Und dann kommen nochmal 31 Tage vom Januar 163 vor Christus dazu. Und das summiert sich dann auf 1149 Tage. Zuzüglich einem hypothetischen Schalltag macht dann 1150 Tage, so wie der Engel gesagt hat. Nun muss man wissen, dass die Berechnung eines Jahres mit 364 Tagen und einem alle 4 Jahre eingesetzten Schalltag erst im Jahr 45 vor Christus durch Julius Caesar mit dem julianischen Kalender eingeführt wurde. Bei der Berechnung der 2300 Abende und Morgen nach julianischem Kalender, auf den die Wuppertaler Studienbibel Bezug nimmt, müssen sowohl der Tag der Entweihung des Tempels als auch der Tag der erneuten Weihe berücksichtigt werden, wodurch 2 Tage hinzukommen. Zusätzlich wird statt der Tempelweihe die Befestigung des Zionsberges unterstellt, was der Engel aber nicht als Stichtagsereignis angibt. Denn in Daniel 8 steht, dass nach 2300 Abend- und Morgenopfern die Ordnung des Heiligtums wiederhergestellt sein wird. Dies bezieht sich also auf die Tempelweihe und nicht auf die Befestigung des Zionsberges. Nimmt man aber die Befestigung des Zionsbergs trotzdem an und unterstellt den spätesten Termin im Januar 163 vor Christus, nämlich den 31. Januar, dann ergeben sich tatsächlich 1150 Tage. Ob man diese ganzen Annahmen aber bei der Berechnung der 2300 Abende und Morgen unterstellen darf und ob das der Engel in Daniel 8 gemeint hat, bleibt offen und durchaus auch strittig. Tatsächlich ist die Berechnung der 2300 Abende und Morgen für die Zeit von Antiochos Epiphanes nicht unser Problem, denn der Engel sagt, dass dieses Gesicht für die Zeit des Endes gilt. Aber das war nicht die Zeit des Historischen, sondern das wird die des endzeitlichen Antiochos sein. Der Engel sagt, dass dieses Gesicht wahr ist. Es muss also passen, ohne dass man den Eindruck hat, dass es irgendwie hingerechnet wurde. Natürlich sind die antiken Entsprechungen frappierend, aber sie sind nicht das, was der Engel meint. Verlassen wir jetzt also die Berechnung der Tage in der Antike und wenden uns der 70. Jahrwoche zu. Denn die Lösung für unsere Frage nach den 1150 Tagen besteht darin, diese Weissagung nicht für die Zeit des historischen Antiochos anzusetzen, sondern sie in die Zeit des Endes zu portieren. Die Formulierung 2300 Abende und Morgen bezieht sich auf das Abend- und Morgenopfer, die beide jeweils abends und morgens im Tempel dargebracht wurden. Wenn 2300 Opfer dargebracht werden und eines davon am Abend und eines am Morgen stattfindet, handelt es sich also um eine Frist von 1150 Tagen, rund 38,33 Monate. Wenn diese Frist verstrichen ist, wird das Heiligtum wieder geweiht werden, so sagt Daniel 8, Vers 14. Die zweite Hälfte der Jahrwoche dauert laut Offenbarung 13, Vers 5 ungefähr 3,5 Jahre. Laut Daniel 12 reicht sie sogar bis zum Tag 1290, das wären dann 43 Monate, beziehungsweise bis zum Tag 1335, das wären dann rund 44,5 Monate. Die zeitliche Differenz zwischen 1150 Tagen und den übrigen Fristen stellt sich wie folgt dar.
Hier gibt es mal eine Tabelle, da nehmen wir jeweils den Stichtag von 1150 Tagen und dann die Angabe von Daniel und die aus der Offenbarung als Stichtag 2. Da haben wir die Angabe aus der Offenbarung von 1260 Tagen, das wären dann 110 Tage, respektive 3,66 Monate. Dann haben wir einen Stichtag 2 von 1290 Tagen, der wird in Daniel erwähnt. Das wären dann 140 Tage Unterschied, das wären 4,66 Monate. Und wir haben den Stichtag 3, der auch in Daniel erwähnt wird, in Kapitel 12, das wären 1335 Tage. Und da wäre die Differenz 185 Tage, das wären dann über 6 Monate, also 6,16 Monate. Der Mittelwert hier raus sind 4,8 Monate, also rund 5 Monate Differenz zwischen den Fristen, die Daniel nennt für die Vollendung, und den Fristen, die der Engel nennt von 1150 Tagen in Daniel 8. Wenn also die 2300 Abende und Morgen in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen und mit den für diese Zeit in der Bibel angegebenen Fristen in Verbindung gebracht wird, fehlen rund 5 Monate. Diese fehlende Zeit wird in Offenbarung 9 in der fünften Posaune als eine Frist von 5 Monaten gleich zweimal erwähnt, so als ob Gott diese Angabe für wichtig hält und deshalb besonders betont. Und der fünfte Engel posaunte, und dann in Vers 5, und es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und in Vers 11, und ihre Macht war zu beschädigen die Menschen 5 Monate lang. Addiert man nun 1150 Tage mit 150 Tagen der 5 Monate, erhält man 1300 Tage, was 43,33 Monate bzw. rund 3,5 Jahre sind. Daniel sagt in Kapitel 8, Vers 14, dass nach den 2300 Abenden und Morgen, nämlich nach 1150 Tagen, das Heiligtum wieder geweiht werden wird. Da aber die Tempelweihe ein Ereignis der Vollendung des Planes Gottes und die endliche Wiederherstellung des Tempels ist, ist anzunehmen, dass die 1150 Tage am Ende der 70. Jahrwoche liegen und die noch fehlenden 5 Monate an deren Anfang. Stellen wir eine Zeitachse auf. In Daniel 8 sagt der Engel zu Daniel, dass Jerusalem 2300 Abende und Morgen zertreten wird. Zeitlich kann diese Zertretung des Heiligtums, wie schon gesagt, nur in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen, denn in der ersten Hälfte der Jahrwoche werden die beiden Zeugen eine Zerstörung Jerusalems und eine Zertretung des Heiligtums aufgrund ihres Auftrages und ihrer Vollmacht nicht zulassen. Erstellen wir vor diesem Hintergrund jetzt eine Zeitachse zur 70. Jahrwoche. Die 70. Jahrwoche ist in zwei Hälften von jeweils 3,5 Jahren unterteilt. Bei genauerer Betrachtung stellt man fest, dass die erste Hälfte der Jahrwoche exakt 1260 Tage dauert, während die Bibel für die zweite Jahreshälfte unterschiedliche Zeitangaben macht. Die Offenbarung spricht von 42 Monaten oder von zwei Zeiten und einer Zeit und einer halben Zeit, also offensichtlich von nur ungefähr 3,5 Jahren. Die 70. Jahrwoche beginnt mit der Wiedergeburt Jerusalems. Das Haus David und die Bürger Jerusalems kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie werden wiedergeboren. Sie verkündigen der Welt in großer Vollmacht 1260 Tage lang das Evangelium Jesu Christi aus Jerusalem. Nach 1260 Tagen werden sie ihren Dienst geendet haben und vom Antichrist getötet. Daniel nennt jetzt zwei Fristen von 1290 und 1335 Tagen, die ebenfalls in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen müssen. In diese Struktur muss nun die Frist der 2300 Abende und Morgen aus Daniel 8 eingefügt werden. Da an ihrem Ende der Tempel geweiht wird, kann sie nur in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche liegen, und zwar so, dass ihr Ende mit dem Ende der 70. Jahrwoche zusammenfällt. Diese 2300 Abende und Morgen beschreiben eine Frist von 1150 Tagen oder rund 38 Monaten. Die zweite Hälfte der Jahrwoche wird aber regelmäßig mit 42 Monaten, 3,5 Zeiten oder auch 1290 bzw. 1335 Tage beschrieben. Dann fehlen aber zwischen der Mitte der 70. Jahrwoche und dem Beginn der 2300 Abende und Morgen noch 4 Monate. In diese Lücke setzen wir jetzt die 5 Monate ein, die in Offenbarung 9 in der zweiten Posaune zweimal genannt werden, und lassen die 1150 Tage unmittelbar daran anschließen.
Jetzt haben wir die 5 Monate eingesetzt, müssen aber die 1150 Tage noch einen Monat nach hinten verschieben und das tun wir jetzt. Diese 5 Monate entsprechen nach biblischer Zählweise 150 Tagen. Wenn diese 150 Tage zu den 1150 Tagen der 2300 Abende und Morgen hinzugezählt werden, entsteht eine Zeitspanne von 1300 Tagen. Am Ende dieser 1300 Tage wird der Tempel wieder geweiht werden. Somit haben wir nun für die Endzeit 3 Stichtage, die 1290 Tage und die 1335 Tage aus Daniel 12 und zusätzlich 1300 Tage aus der hier abgeleiteten Sichtweise. Tatsächlich geschehen am Ende der 70. Jahrwoche 3 große Ereignisse. Die Wiederkunft Jesu Christi in Macht und Herrlichkeit auf dem Ölberg, die Entrückung der Gemeinde und laut Daniel 8 die erneute Weihe des Tempels sowie das Versammeln der Völkerschaften im Tal Josaphat. Innerhalb der 7 Siegelgerichte findet man, wie oben schon angedeutet, 3 Wehe. Es ist naheliegend, diese 3 Weherufe den oben genannten Stichtagen zuzuordnen, dazu aber später mehr. Diese 3 Stichtage ordne ich wie folgt zu. Am Tag 1290 geschieht die Entrückung der Gemeinde Jesu Christi. Am Tag 1300 ist die Weihe des Tempels, der Stadt Jerusalem. Und am Tag 1335 erfolgt das Versammeln der Völkerschaften unter dem Antichristen im Kidrontal und die Wiederkunft Jesu Christi auf dem Ölberg. Warum die Zuordnung der oben genannten Stichtage zu den jeweiligen Ereignissen wie vor erfolgt, wird später verständlich. Der sehr dynamische Ablauf der endzeitlichen Ereignisse während der 2. Hälfte der 70. Jahrwoche wurde in einem der vorigen Clips bereits gezeigt. Hier soll nun noch argumentiert werden, warum die Zeit der Herrschaft des falschen Propheten über Jerusalem 5 Monate dauert, bis der König des Südens nach Jerusalem kommt und die Stadt für sich einnimmt. Oben haben wir gesehen, dass erstaunlicherweise der König des Südens die Provokation gegen den König des Nordens beginnt. Das Ereignis, mit dem er den König des Nordens provoziert, ist, dass er Jerusalem vom Antichristen abtrünnig macht und erobert. Aber wann geschieht das? Wenn wir die Geschichte in Richter 9 mit Abimelech und Gaal auf den Antichristen und den falschen Propheten deuten und das in Verbindung mit den noch fehlenden 5 Monaten bringen, können wir die 5. Posaune und deren in Offenbarung 8 geäußerte Dauer von 5 Monaten an den Anfang der 70. Jahrwoche stellen und gleichzeitig in Jerusalem verorten. Es ist die Zeit, in der der falsche Prophet in Jerusalem für 5 Monate seine okkulte Schreckensherrschaft ausübt. Dann liegt der Zeitpunkt, an dem der König des Südens Jerusalem an sich zieht, am Tag 150 nach Beginn der 2. Hälfte der 70. Jahrwoche. Grafisch sieht die Aufteilung der 70. Jahrwoche also folgendermaßen aus. Für die Dauer der 2. Hälfte der Jahrwoche nennt die Bibel, wie schon erwähnt, mehrere Fristen. Sie dauert ungefähr 3,5 Jahre und ist, laut Daniel 8 sowie der in der 5. Posaune genannten Frist, in 2300 Abende und Morgen und in 5 Monate unterteilt, bis schlussendlich das Heiligtum wieder geweiht werden wird. So ergibt sich schlussendlich die folgende Tabelle mit den Zeitangaben und der Verortung der fehlenden 5 Monate bzw. der 5. Posaune aus Offenbarung 9. Man sieht jetzt, dass die 1. Hälfte der Jahrwoche genau 3,5 Jahre dauert, nämlich 1260 Tage. Die 2. Hälfte der Jahrwoche hingegen dauert ungefähr 3,5 Jahre, genau genommen 1300 Tage, bis zur Weihung des Tempels. Was genau mit der Weihung des Tempels gemeint ist, sehen wir später. Damit könnten wir jetzt auch die einzelnen Ereignisse während der Jahrwoche zuordnen. Die 1. Hälfte der Jahrwoche dauert 1260 Tage. Das sind genau 3,5 Jahre nach lunisolarer Rechnung. Die 2. Hälfte der Jahrwoche dauert ungefähr 3,5 Jahre. Sie ist unterteilt in 5 Monate und 2300 Abende und Morgen. Oder 150 Tage und 1150 Tage, was zusammen auch wiederum 3,5 Jahre macht. Nachdem der Antichrist die beiden Zeugen in der Mitte der 70. Jahrwoche getötet hat, herrscht der falsche Prophet für 5 Monate in Jerusalem und richtet dort ein Gräuelbild der Verwüstung auf. Nach 5 Monaten, also nach 150 Tagen, kommt der König des Südens und macht dem Antichrist Jerusalem abspenstig. Er setzt sich in die Stadt und unterbricht die Herrschaft des falschen Propheten. Damit ist die hochokkulte Herrschaft des falschen Propheten in Jerusalem und des Antichristen beendet.
Aber der König des Nordens stürmt gegen die Stadt und erobert Jerusalem zurück. Er besiegt den König des Südens und vertreibt ihn aus Jerusalem. Danach zieht er weiter nach Süden und erobert dessen Land, Ägypten. Neben Ägypten erobert er auch noch Libyen und Kusch, also Nordafrika. Auf diesem Siegeszug wird er Gerüchte aus Norden und Osten hören, weil das neoassyrische Reich von Norden angreift und bis nach Jerusalem vorstößt. Der Antichrist unterbricht seinen Siegeszug und eilt zurück nach Norden, nach Harmageddon, wo die endzeitliche Entscheidungsschlacht stattfinden wird. Danach zieht er nach Jerusalem, um die Stadt endgültig dem Erdboden gleichzumachen. Dann kommt Christus wieder. Daniel erwähnt aber noch weitere Fristen für die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche. Er bemisst in Kapitel 12 die Dauer der zweiten Hälfte der Jahrwoche mit 1290 bzw. 1335 Tagen. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgetan und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Die genaue Reihenfolge der Ereignisse werden wir in einem der kommenden Clips anschauen. Bis dahin alles Gute, Gottes Segen, einen erfolgreichen Tag und bis bald.